Rose fröhlich, echter Patientenfall, Magen-OP, Calcium, teures oder billiges Calcium nutzen. Ich bin die Rose fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Zurück zum Patientenfall. Und bevor wir zum Patientenfall kommen, denkt dran, Plus weggeben oder abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, der Brokkoli kann wahrscheinlich auch mal zur Seite. Zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen Patienten heute in der Beratung, der eine Magen-OP hatte, in diesem Falle Schlauchmagen oder Sleeve, wie ihn einige kennen. Und da habe ich nochmal nachgefragt, was an Nahrungsergänzungen verwendet wird an der Stelle. Und wir sind beim Calcium darüber gestolpert, dass es eine Empfehlung gab, ja, muss nicht das Teure nehmen, er könne auch was Günstigeres nehmen. Das wäre alles genauso gut. Und dann habe ich schon meine Ohren gespitzt und dachte so, halt stopp, hier stimmt was nicht, weil da muss man tatsächlich immer gucken. Der Preis ist nicht immer entscheidend, sondern man muss gucken, aus was sozusagen das Calcium besteht. Und dann haben wir sozusagen das hochgescrollt bzw. Produkt umgedreht. In seinem Fall haben wir jetzt aber einfach in der Online-Bestellung nachgeguckt. Oder sozusagen bei dem Anbieter, wo er es gekauft hat. Dann haben wir das Präparat angeguckt, haben die Bilder durchgeswiped und dann haben wir gesehen, dass in der Nährwertangabe Calciumcarbonat steht und nicht Calciumcitrat. Also, das Calciumcarbonat ist keine Empfehlung für ein Magen-OP, weil das eine höhere Menge in der Regel an Magensäure braucht, um besser aufgenommen zu werden. Und deswegen gibt es bei den Magen-OPs, egal ob Schlauchmagen, Bypass, Omega-Loop oder alle anderen Methoden, gibt es immer die Empfehlung, Calciumcitrat zu verwenden. Das ist ganz wichtig. Schaut also mal eure Produkte an mit dem Calcium. Ist da wirklich Calciumcitrat drin? Weil das weniger Magensäure benötigt, was wir ja im Ursprung durch die Reduzierung des Magens auch haben, weil ja weniger Magenfläche da ist. Und an der Stelle gibt es eben immer die Empfehlung, Calciumcitrat zu nehmen. Wenn ihr also ein Carbonat nehmt, ist die Aufnahme nicht ausreichend. Und ich kann es auch nur aus der eigenen Praxis erzählen, es gibt dann immer wieder die Möglichkeit, dass die Patienten tatsächlich einen Mangel bekommen. Der kann sich äußern, indem der Zahnstatus oben und unten locker wird. Das heißt, das Blut, wenn das wahrnimmt, dass zu wenig Calcium kommt, dann ist es so, also das Gehirn überprüft ja immer, was in der Blutbahn passiert. Und wenn dort zu wenig Calcium ist, um die Stoffwechselvorgänge, Zellvorgänge, man kann sich immer vorstellen, Zelltür auf, Zelltür zu. Und wenn das zum Beispiel nicht funktioniert, weil zu wenig Calcium da ist oder auch im Knochen nicht genug da ist oder auch in den Zähnen, dann ist die Problematik immer an der Art Calcium, die aufgenommen wird. Also das Carbonat nicht bei den Magen-OPs. Und es gibt die Schwierigkeit, wenn meine Laborwerte alle sehr gut sind und da ist das Calcium im Blut ist in Ordnung, trotzdem ich Carbonat genommen habe, gibt es die Möglichkeit, dass der das aus den Zähnen, da war ich eben schon stehen geblieben, rausnimmt und in das Blut transportiert, weil das Gehirn immer zusehen wird, wo kriegt das Calcium her, wenn im Blut nicht genug ist und wenn übers Essen nicht genug aufgenommen wird, dann holt es sich das aus den Zähnen oder es kann sich das auch aus den Knochen rausholen. Und das kann dazu führen, dass dann Osteoporose entsteht, also eine Knochenbrüchigkeit. Das heißt, wenn das Calcium aus dem Knochen in die Blutbahn abgegeben wird, was ja auch über das Blut im Knochen passiert, wird der Knochen porös. Und das Schlimme ist, wenn das zum Beispiel aus den Zähnen rausgenommen wird, ist ja auch über die Wurzel und Transport über die Blutbahn, um sozusagen die Blutbahn mit dem Calcium zu erhöhen, dann sind unsere Laborwerte eventuell in Ordnung, aber die Zähne, lockerer Zahnstatus kann unten und oben passieren, kann die ganzen Zähne betreffen, das Problem, was daraus entstehen kann. Und an der Stelle bitte, bitte, bitte Calciumcitrat verwenden für alle, die ein Magen-OP haben oder Nahrungsergänzung nach einer, gibt es ja auch bei Krebserkrankungen zum Beispiel, am Magen, wenn der reduziert wurde, dass dort Calciumcitrat verwendet wird. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Der Patient heute, wir haben sofort rausgesucht, kann Alternativen nutzen. Er hatte auch Probepakete ausprobiert und da hat er dann gleich geguckt, hat er gesagt, das will ich alles nicht. Ich möchte, dass das hier vernünftig funktioniert und hat sich dann da auch für entschieden, das umzusetzen. Also, ich höre das immer mal wieder, aber auch nur, weil es ein Schlauchmagen ist, braucht er trotzdem die richtige Menge. Calcium
Citrat und die Menge für alle Magen-OPs ist in den Leitlinien mittlerweile gleich, nämlich 1200 bis 1500 Milligramm Calciumcitrat täglich. Und ihr müsst dann auf die einzelne Tablette gucken, wie viel Calciumcitrat wirklich die Tablette hat. Nur weil auf der Verpackung 1000 draufsteht, heißt es nicht, dass die einzelne Kapsel auch 1000 hat, sondern die kann dann nur 200, 300, 400, 500 Milligramm enthalten. Da muss man also immer gucken, was mein Präparat oder eben auch die Kautablette, also das, was ihr einnehmt, wie viel ist wo drin. Also an der Stelle immer darauf achten, dass es Calciumcitrat ist. So, ihr Lieben. Ich glaube, dass ihr wieder ein bisschen was gelernt habt. Für all die Magen-OP-Leute, schaut nochmal bitte auf eure Produkte. Ich kann jetzt erstmal nur ganz liebe Grüße wünschen. Denkt nochmal dran, Plus weg und das Abonnieren nicht vergessen für den nächsten Content. Und wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, schreibt sie mir eigentlich einfach gerne in die Kommentare. Ganz liebe Grüße zu euch und danke fürs Zuhören, eure Sandra.